Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch kurz zeigen, wie ihr die Firmware eurer Fritzbox updatet und somit zu neuen Funktionen kommt. Ja, als erstes geht ihr in euren Browser, ich habe hier zum Beispiel den Firefox, gebt in der Adresszeile entweder fritz.box ein oder, wenn ihr sie wisst, die IP-Adresse eurer Fritzbox. Das sieht bei mir so aus. Dann solltet ihr auf die Anmeldeseite kommen, da gebt ihr das Passwort ein, das ihr bei der Installation vergeben habt. Und kommt dann in die Übersicht. Kleiner Tipp direkt am Anfang, egal ob ihr mit diesem OS weiterarbeiten wollt oder ein neues Fritz OS installieren wollt, so heißt die Firmware, ich würde immer die Ansicht auf Erweitert stellen. Im Moment steht sie auf Standard, wenn man einmal drauf drückt, klickt, dann ist sie erweitert. Gut, zum eigentlichen Update klicken wir auf System, dann auf Update. Neues Fritz OS suchen. So, hier sind anscheinend schon mal zwei Versionssprünge. Ich habe die 6.3 drauf, jetzt gibt es 6.5.1. Hier kann man auch lesen, was es für tolle neue Sachen gibt. Das könnt ihr dann machen. Ich sage jetzt einfach Update starten. So, jetzt dauert es einen Moment. Das neue OS wird runtergeladen und dann auch automatisch installiert. Sobald das fertig ist, melde ich mich wieder. Zwischendurch wechselt der Bildschirm dann auch schon mal. So, sobald die Installation fertig ist, kommt man wieder auf die Anmeldemaske. Diese sieht jetzt ein wenig anders aus als vorher. Ich melde mich wieder an mit meinem Passwort. Und schon bin ich in der neuen Übersicht meiner Fritzbox. Ich benutze hier eine Fritzbox 7490. Das ist aber im Prinzip, dieser Vorgang ist bei allen Fritzboxen gleich. Immer vorausgesetzt, es gibt ein Update. Zum Beispiel aktuell im Moment gibt es für die Fritzbox 7390 kein Firmware-Update. Das kann sich aber jeden Tag ändern. Ja, jetzt habt ihr ganz viele tolle neue Funktionen, auf die ich hier nicht unbedingt im Einzelnen eingehe. Was nur sehr nett ist, man kann mittlerweile im WLAN unter Gastnetz oder unter Gastzugang, wenn dieser aktiviert ist, kann man das Ganze mittlerweile auch so einstellen, dass die Fritzbox einem WLAN-Codes, also Zugangscodes, erstellt, die man dann an seine Gäste verteilen kann, um seinen Gastzugang so noch einfacher zu schützen. Kleiner Tipp noch, die eben erwähnte erweiterte Ansicht findet man mittlerweile ganz einfach hier oben unter den drei Punkten draufklicken, erweiterte Ansicht. Bei mir ist die jetzt noch an, das übernimmt die Fritzbox vom alten OS. Nur falls ihr das mal sucht, da oben findet ihr das. Das hier soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank und macht's gut!